Hallo und herzlich willkommen beim Holzbastler. Ich bin der Micha und das Video hier ist ein Mehrteiler. Den ersten Teil habe ich dir unten in der Videobeschreibung verlinkt. Es ist besser, wenn du den zuerst siehst. Gleich nach dem Intro geht's los. Bis dann. So, ich habe mir jetzt erstmal alles ausgemessen und jetzt schneide ich mal an der Kappsäge wieder die Rahmenhölzer zu. Ich bin schon echt der Knaller. Ich habe mir das alles so gut ausgedacht und alles so prima durchdacht und wenn ich jetzt die Kappsäge dann unten irgendwann hinstellen kann auf den neuen Kappsägeschrank, dann schaut die ja auch ein ganzes Stück raus. Das heißt, ich habe hinten wirklich genug Platz, dass die ganz nach hinten fahren kann. Das Problem ist, dass der Anschlag von der Kappsäge hier ist. Und wenn ich jetzt noch weiter rausgehe mit der Kappsäge, dann liegt da nichts mehr auf der Platte auf, sondern dann liegt das alles davor. Das heißt, der ganze Sinn hinter der Konstruktion, die ich mir hier gebaut habe, ist irgendwie, ja, ist für den Arsch. Aber naja, ich baue es jetzt deswegen nicht nochmal um. Also mir fällt jetzt gerade nicht ein, was ich jetzt dann anders machen sollte. Ich könnte vielleicht diese... Ich ziehe mir einfach die kompletten Schränke ein Stück vor, mache da hinten dann einfach noch eine Blende hin und habe dadurch dann vorne genug Platz. Das kann ich machen. Und in die Blende hinten rein kann ich dann meine Steckdosen machen. Das ist eine gute Idee. So mache ich das. Also eins meiner nächsten Projekte wird auf jeden Fall auch irgendwie für die Tischkreissäge irgend so ein Schlitten, wo man Hölzer hochkant einspannen kann. Weil das funktioniert zwar mit dem Einschneiden, aber das geht einem unheimlich auf die Nerven, weil es ist halt einfach eine endlose Arbeit. Und bei mir geht halt die Absaugung an der Tischkreissäge auch nicht, deswegen fliegt bei mir alles durch die Gegend. Mir wäre das eigentlich lieber, wenn ich einen Schnitt haben könnte, dann wäre es auch sauberer. Ich müsste nicht zu viel nachbearbeiten jetzt. Deswegen wird es auf jeden Fall auch eins meiner nächsten Projekte, dass ich mir da was baue.
Der zweibeinige Unterschrank ist fertig. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich das da rein, also eigentlich müsste er durch den Halt haben, durch die beiden anderen Schränke, die links und rechts davon stehen. Von daher mache ich mir jetzt mal keine so großen Sorgen, dass es funktioniert. Ich räume jetzt mal auf der Seite die Kappsäge weg und das Zeug, dann schiebe ich den mal in die Mitte rein. Ich kann das eigentlich ja gleich so lassen, der steht ganz gut. So, ich stelle euch mal hier ab. So, denkt man sieht jetzt ganz gut. Es passt im Grunde eigentlich echt super und jetzt ist noch nichts verschraubt und der steht schon relativ stabil. Wenn ich den jetzt hier noch an den Seiten verschraube und verdübel, dann sollte das, meine ich, überhaupt gar kein Problem sein, dass der auf den zwei Füßen hält. Wäre jetzt echt verschwendet gewesen, wenn ich da noch mehr Füße dafür gekauft hätte. So, jetzt probieren wir gleich mal die Kappsäge drauf zu stellen. Also, ich habe es wieder mal verbockt. Was habe ich falsch gemacht? Ich weiß schon, was ich falsch gemacht habe. Ich habe die Höhe der Seitenteile hier genommen und habe das abgezogen, was die Kappsäge hier an Höhe hat. Und habe die Arbeitsplatte vergessen. Die da. Das heißt, ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, irgendwie, dass da Arbeitsplatte, also ich bin nicht davon ausgegangen, dass da Arbeitsplatte drauf kommt. Das ist jetzt blöd. Aber gut, ich habe noch genug Arbeitsplatte, vielleicht lege ich dann da einfach doch eine Arbeitsplatte noch drauf, aber ja, ich bin jetzt mit den Füßen eh relativ hoch gegangen. Schaut es doof aus, wenn es da unten tiefer ist, weil ich könnte die Füße noch einiges tiefer schrauben. Schaut es doof aus? Ich mach das. Ich drehe die Füße dann runter. Ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass ich auch die Löcher vergessen habe für die Füße zum Einstellen. Also ich muss den Schrank eh nochmal rausziehen, muss ihn nochmal umdrehen. Muss die Löcher für die Füße bohren, dass ich die zum Einstellen habe, wo ich mit dem Schraubenzieher dann oben reinkomme. Und dann wird da oben einfach noch eine Arbeitsplatte drauf kommen. Also ich habe noch genug Arbeitsplatte, von daher ist es nicht das Problem, dass ich da ein Stück reinschneide. Das Einzige, was nicht schön ist, ist, dass die Arbeitsplatte halt einfach nur 60 breit ist. Und dann, wenn ich die jetzt da vorne abschließend haben möchte, dann habe ich da hinten eine Lücke. Da muss ich mir noch was überlegen. Ich mache das jetzt erstmal so, dass ich da vorne die Arbeitsplatte hinmache, dass ich die Höhe kriege, so wie ich sie brauche. Und dann schauen wir weiter. Das entwickelt sich halt so nach und nach, wie ich das dann genau mache. Also jetzt kommt da erst nochmal raus, der ganze Schrank. Und da werden jetzt erstmal die Löcher für die Füße gebohrt, dass ich sie dann einstellen kann. Dann schraube ich die gleich ganz runter und dann mache ich die Arbeitsplatte drauf. Ich habe jetzt mal so ein bisschen rumprobiert, getüftelt, ich habe die Löcher unten reingebohrt, habe die Füße erstmal ganz reingeschraubt. Dann war es zu tief, also ich habe jetzt einfach mal so ein Reststück von der Arbeitsplatte drunter erstmal, dass ich mal schauen kann, wie es passt. Dann war es erstmal zu tief, dann habe ich mir hier genau das markiert an dem Schrank, habe dann alles nochmal runter, habe dann die Füße hochgestellt und habe es jetzt im Grunde fast so schon eingestellt, dass ich ziemlich bündig mit der Arbeitsplatte hier bin. Feineinstellungen mache ich, also ich mache jetzt erstmal die Arbeitsplatte wirklich, ich segne jetzt da das Stück Arbeitsplatte zu, ich mache hier die Arbeitsplatte noch drauf, dass man wirklich dann das exakt drüber messen kann und dann mache ich die Feineinstellung und wenn ich die Feineinstellung gemacht habe, dann kann ich es festschrauben.
Ich schneide mir jetzt die Arbeitsplatte für den hinteren Schrank zu. Da möchte ich aber jetzt noch, ich habe jetzt einmal an einem Probestück das probiert und deswegen wollte ich jetzt noch was dazu sagen, bevor ich sie zuschneide. Ich habe es jetzt einmal probiert, nur mit Klebeband. Nur mit Klebeband ist es mir ausgerissen. Also nicht schlimm, aber auf jeden Fall war es wesentlich besser, als ich es auch geschnitten habe. Deswegen mache ich es jetzt wieder so, dass ich auf jeden Fall vorher diese Beschichtung anritzen werde. Durch das Anritzen verhindere ich auf jeden Fall, dass ich gröbere Ausrisse habe. Ich werde jetzt aber kein Klebeband zusätzlich nehmen. Ich probiere es jetzt einfach mal so. Ich glaube aber, dass das Anritzen wirklich den viel, viel größeren Effekt macht. Wichtig nach dem Anritzen ist halt dann einfach nur, dass wenn ich dann die Schiene anlege, also die Führung für die Handkreissäge, dass ich dann wirklich die exakt an den Schnitt anlege. Weil wenn die natürlich dann nicht an dem Schnitt ist, dann bringt mir der Schnitt nichts. Ist ja logisch irgendwo. Deswegen schneide ich jetzt das erstmal ein. Angezeichnet habe ich mir es gerade schon, wo ich den Schnitt haben möchte. Das wäre natürlich jetzt nicht schlecht, wenn ich nicht verrutsche. Aber es schaut ganz gut aus. So, also ich bin jetzt wirklich, habe jetzt wirklich gut angeschnitten und das sollte normalerweise, meine ich, dass das reichen sollte. So, wie schon gesagt, das ist jetzt halt relativ wichtig, dass auch der Schnitt dann, dass auch die Schiene dann richtig anliegt. Gut, festgespannt ist sie. Also, Gehörschutz, Augenschutz und los geht's. Wundert euch bitte nicht, dass ich keine Absaugung dran habe, aber mir ist dieser komische Stutzen abgebrochen. Ich kann keine Absaugung mehr anschließen. So, jetzt kommt wieder die große Überraschung. Ich sauge jetzt erstmal weg. So, warum sauge ich weg? Warum puste ich nicht einfach? Ich habe das bis jetzt immer so gemacht, dass ich hier einfach weggepustet habe, runtergekehrt habe. Das möchte ich mal abgewöhnen. Ich sehe das ja ständig bei den YouTube-Videos, dass viele das auch so machen. Ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn man den Staub nur von einer Ecke in die andere kehrt, weil jedes Mal wirbelt man wieder neuen Staub auf. Es reicht schon, dass ich jetzt keine Absaugung an der Handkreissäge dran habe. Das ist schon schlimm genug. Staub ist nicht unbedingt gut für eure Lungen. Also versucht es, wenn irgendwie möglich, zu vermeiden, den Staub noch weiter aufzuwirbeln. So, jetzt zeige ich euch mal die Schnittkante ohne Abkleben. So, ich hoffe, man kann das erkennen. Also man kann erkennen, dass man hier keinen Ausriss sieht. Also man sieht hier wirklich gar nichts. Und das ist halt einfach jetzt nur eingeritzt gewesen. Ich habe jetzt die Kante auch gleich drauf geleimt. Ich hoffe, dass man es einigermaßen gut sehen kann, dass die Kamera das scharf stellt. Ich bin super zufrieden damit. Ich habe es ja jetzt wirklich auf der niedrigsten Stufe gleich aufgebügelt. Habe es sehr, sehr schön abgeschnitten bekommen. Und also für mich persönlich schaut es echt richtig, richtig gut aus. Also ich bin echt froh, wie das jetzt funktioniert hat. Also nochmal zusammenfassend. Vorher anritzen, die Arbeitsplatte genau anlegen, dann schneiden, dann haben wir es relativ ausrissfrei. Vorne an der Ecke habe ich einfach nicht rumgeschnitten. Also wenn ich da jetzt auch nochmal rumschneiden würde beim Anritzen, dann hätte es vielleicht auch noch gut geklappt. Und dann dieses Dingens hier mit der niedrigsten Stufe aufbügeln und dann wird es richtig geil.